Vivekananda war gerade 18 Jahre alt und ein feuriger junger Mann. Eines Tages sagte ihm jemand, es gibt da diesen Mystiker, Ramakrishna. Du musst ihn sehen. Also ging er zu Ramakrishna und fragte, was soll das? Die ganze Zeit redest du von Gott, Gott. Kannst du beweisen, dass es Gott gibt? Ramakrishna sagte, nun, ich bin der Beweis. Das hat ihn einfach völlig aus dem Konzept gebracht. Er erwartete all diese kopfzerbrechenden Argumente. Dann machte er den Fehler zu fragen, kannst du mich erfahren lassen, was immer es ist? Ramakrishna nahm einfach seinen Fuß und legte ihn auf seine Brust. Und Vivekananda kam stundenlang nicht aus dem Samadhi-Zustand heraus. Danach hat er keine einzige Frage mehr gestellt. Er sah etwas, das er sich nie im Leben hätte vorstellen können.